Hier ist gerade gar nichts. Auf Mars ist bloß ein Teleporter für die, die dann, warum auch immer, hier ankommen und dann nach oben wollen. Also für eine Invasionsstreitkraft eine super tolle Sache. Zum Beispiel die Frostriesen, die ins Wasser gefallen sind, hierher schwimmen und dann sich da hoch teleportieren lassen. Wunderbar. Ja. Die Frage wäre natürlich dann, ob das nur bei vielleicht bestimmten Leuten funktioniert, dieser Teleporter. Also eben in dem Fall bei Menschen und Asen, weiß ich natürlich nicht. Dass Frostriesen da einfach nicht erkannt und teleportiert werden, ist eine Möglichkeit. Aber wer weiß das schon so genau? Möglicherweise die Entwickler. Müsste ich mal nachfragen. Hallo, liebes Ubisoft-Team. Wie ist es mit den Teleportern hier bei eurem schönen Assassin's Creed Valhalla, ha? Wieso ist das so? Ob die mir antworten werden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall suche ich Explosionsfässer. Ja, das ist schon richtig, aber auch irgendwie nicht. Oh, da war gerade was. Eine Miets! Oh, ich kann sie... Oh, eine norwegische Waldkatze. Zumindest glaube ich, dass es eine sein soll. So ganz kam das nicht hin gerade. Oh, hier sind noch... Drei Katzen auf einmal! Was ist das für ein geiles Spiel? Ich bin wirklich... Oh, noch eine Katze. Oh, hier ist es ja Wahnsinn. Ja, ich bin hier wirklich im Himmel, eindeutig. Die lassen sich alle streicheln. Trotzdem brauche ich Explosionsdingens, Krug, fast irgendwas. Oh, was ist hier? Eine Festwiese? Aber hier ist überhaupt nichts zu sehen, was explodieren könnte. Und ich bin ja schon ein ganzes Stück weit weg. Sie besoffen oder was? Klar, ein bisschen wie Spore-Sprache gerade. Verdammt, wie komme ich denn da hin? Ich bin jetzt echt schon weit weg von dem. Es müsste eigentlich ein halbwegs kurzer Distanz dazu versteckt sein. Das war doch bisher immer so gewesen. Wenn man was braucht, dann ist es auch ein greifbarer Reichweite. Aber es sieht hier einfach gerade nicht danach aus. Oh, warte. Da ist eine Art Boot. Ob da vielleicht was drin liegt? Tatsache. Mann. Da habe ich aber einen richtigen Instinkt gehabt. Bop, 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 bop. Hüpf. Und zum Glück ist hier auch gerade so eine Spur gelegt für mich. Heuer. Sehr schön, sehr schön. Au, au, au. Scheiße. Ja, scheiße, ganz genau. Ins Wasser. Oh, komm schon. Ah, verdammt. Hier wird doch noch einer jetzt zum Level ab. So, da kam ich ja beim besten Willen nicht ran. Stand jetzt. Diesen da dürft ihr erreichen und diesen. Aber warte kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab doch gleich gedacht, das kommt irgendwie nicht hin. Das ist hier viel mehr, als ich hier habe. Aber wo soll der Rest sein? 1, 2, 3, 4. Aber ich sehe gerade 5 Rätsel, lustigerweise. Und ich sehe sie sogar ziemlich deutlich, wie es bis vorhin nicht aufgefallen ist, dass da ein Rätsel ist. Egal. Trotzdem fehlen die von einfach welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Definitiv. Mehr sind das nicht. Das ist ja ein Ding. Das ist ja echt merkwürdig. Also jetzt habe ich auch immer genug Geheimnisse, die ich sehen kann, aber ich habe komischerweise nicht genug Tränen, die angezeigt werden. Das ist sehr komisch, wie kann das sein? Ich will noch eine norwegische Katze haben. Wo sind die hingelaufen? Miau. Buschige, fällige Wesen. Eyemeye, finde ich auch. So. Noch kein konkreter Hinweis. Ich bin ja noch ein bisschen weg. Ja, ja, genau. Wer ist das weg? 280. Ich muss gerade hier wieder nach unten. Obwohl, das sieht so aus, als könnte ich da tatsächlich einfach hinlaufen.
Aber ich denke nicht, dass es ganz so leicht sein wird. Aber ich sehe schon so einen Außenposten irgendwie. Ah ja. Okay. Dann werde ich irgendwie über diesen Weg dahin kommen. Das sieht ganz gut aus hier. Ja, das sieht so aus. Ach, Hallöchen, Füchsli. Keine Angst. Wir jagen keine Füchse hier in Asgard. Das haben wir gar nicht nötig. Denke ich. Wieder was zum Lesen. Was sind das? Äpfel oder Erdbeeren? Große Erdbeeren oder rote Äpfel? Ich fürchte, es sind Äpfel. Erdbeeren wäre voll cool. So. Und Level up. Na, ich warte noch ganz kurz. Ich wollte was sagen. Jetzt wiederum steige ich so extrem viel auf einmal durch 54 Punkte, dass ich glaube, es ist mit allen Rätseln, die ich hier habe, so noch drei Level drin sind. Ab jetzt, wohlgemerkt. Tja, bleibt spannend, wie viel wir hier noch schaffen können an Leveln. Bleibt vor allem spannend, wie viel ich überhaupt noch sammeln kann. Also dieser eine Trainer, wie gesagt, ist aktuell kein wirkliches Rankommen von mir zu erkennen. Was alles lesen würde, ne? Aber das tue ich ja nicht. Aber man wäre bestimmt viel schlauer und alles. Das bestimmt da oben ran, aber... Wer weiß. Ja, da oben. Jedenfalls wollte ich noch sagen, muss ich auch feststellen gerade wieder, ich habe schon wieder 37 Minuten gespielt. Und ich hätte eigentlich ja den Verdacht, dass ich eine knappe Stunde brauche für den Rest. Weil ich beim letzten Mal ja auch mit der Stunde gut rumkam. Und das scheint mir doch eher ein bisschen zu optimistisch gewesen zu sein. Da, na gut, da kommen wir schon wieder ran, weil wir oben sind. Erst rauf und dann runter, kennt man ja. Komm. Zack, zack, ab dafür. Weiter geht's? Nein, weiter nicht. Das ist das Ende. Weiter willst du nicht? Doch, jetzt. Und da sind wir wieder in Asgard. Juhu. Asgard-Stadt. Und ja, wie gesagt, ich muss wieder runter. Das hier wird mich garantiert nach oben teleportieren. Vielleicht direkt in mein Palästchen rein. Zack, zack, zack. Zack, zack. Oh, ham, 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 ham. Lecker, lecker. Oh, eine Höhle. Die suche ich bestimmt. Der Schatten des Untergangs vernebelt mir die Sinne. Selbst dieses friedliche Tal scheint Gefahren zu verbergen. Ich wollte gerade sagen. Egal, da müssen wir durch jetzt. Hilft alles nichts. So. Ist okay. Wir haben es überlebt. Ist noch was anderes hier drin? Wenn es halt die richtige Welt wäre, würde ich noch Loot vermuten, aber... Ach, warte. Hammer, ham. Ist ja hier absolut nicht, daher nee. So. Oh, was ist das hier? Oh. 1, 2, 3, 4. Ist das eins einer Rätsel dann? Wenn ich alle habe, dann passiert noch was. Ich gehe mal eben da oben rauf. Ich erst einfach ohne Wert, dass ich da raufkomme, aber ich müsste eigentlich, das sind eine Säulen, denn die kann ich ja komischerweise wieder hochklettern. Dachte, das ist ja ein bisschen Monolith, aber... Irgendwie... Ah ja. Alles klar. Mit 30 zurückkehren. Ich habe ja... Ich kann mal durchzählen. Vielleicht sind es ja weniger als 30 hier. Mehr als 30 meine ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sieht man aber nicht danach aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, das sind ziemlich genau 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, exakt 30. Also ich dachte gerade, wenn man vielleicht jetzt die alle aufsammelt, da hat man seine 30, kommt die jetzt zurück und schaltet die letzten paar frei. Aber mir fehlen ja immer noch definitiv mehr als 4. Ich sehe aber nur noch 4. Und wenn ich zwei auf einmal irgendwo rausploppen, was ich nicht glaube, wird hier nicht viel passieren, nehme ich an. So, erstmal dahin. Dann dahin, dahin, dahin. Und dann habe ich nur noch das da und die Handlung. Naja, mit diesen gemeinen Dingens halt. Wo ich nicht weiß, wie ich rankommen soll. Ah, sieht gar nicht mal so weit weg aus von hier. Wow.
Lauf, 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 lauf. Ach, da unten ist... Spring ins Wasser, spring da unten in den klitzekleinen... Laubhaufen. Flatsch. Und so als Test, wie komme ich damit hin? Ich bin jetzt zuversichtlich bei Teleportern, dass ich wieder zurückkomme, wenn ich den Weg zurücknutzen will. Da war ich vorher ja skeptisch. Jetzt bin ich es nicht mehr so wirklich. Ah, oh toll. Dann genau hier. Ich komme mit dem nach oben, nach Asgard, aber offenbar nein. Ich komme damit zur Küste und andersrum. Hätte man das vorher geahnt, wäre ich hier nicht gesprungen. Wobei es gefühlt doch schneller geht beim Springen. Aufgrund der Ladebildschirmszeit, die warum auch immer jetzt dabei auch eine Rolle spielt. Am Ende ist es so, dass ich mit dem Raben vielleicht erst noch die letzten Tränen entdecken muss und die gar nicht mehr angezeigt werden. Das ist natürlich auch eine Option. Aber das wäre, glaube ich, ein Novum hier. Oh, nee, du bist es gar nicht. Wer schließt sich dieser wilden Jagd an? Ach, die gute wilde Jagd. Wer von euch hungert nach einer Herausforderung? Wem hier fehlt der Geschmack des Abenteuers? Ich, mir. Antemnir, geht es wieder auf die Jagd nach dem unsterblichen Eber? Ja, Sechemnir wurde erneut erweckt und entfloh meiner Küche. Ach Mensch. Das verspricht eine glorreiche Hatz zu werden. Du wirst es nie müde, dieses Tier zu jagen. Keine Jagd ist so aufregend und sein Fleisch unvergleichlich. Komm! Auch schön, ein Tier, was man immer wieder jagen und immer wieder essen kann, weil es so lecker ist. Ja, endlose Nahrungsquelle, nicht? Gleich hole ich ihn ein. Und jetzt habe ich ihn! Aber ich kann ihn nicht umschmeißen, schade. Wo laufen wir jetzt hin? Hoffentlich nicht zur Quest. Oh, die werden verfolgt, pass auf. Da lang, okay. Bären. Haha, voll lieben. Die waren ja vorher quasi voll, aber jetzt geht's hier ums Prinzip. Ah, da sehe ich ihn schon. Lauft! Lauft, ihr Schnecken! Habt ihr keinen Hunger? Dies Fleisch wollt ihr nicht missen. Gebt acht, ganz schön stark. Ist gerissen. Sechremnir ist so tödlich, wie er schmackhaft ist. Dieses Mal ist es wert, sein Leben zu riskieren. Einfach abschießen, ja? Sieht mir zu leicht aus, dass das ein roter Schädel ist. Na? Hab ihn. Hätte ich so anders machen können, ja? Also, meisterhaft, Wissenshüter. Ich sichere dir das saftigste Stück. Jetzt habe ich die X-Tiere passiert. War das gerade? Das war eine Menge, glaube ich. Bereiten wir das Festmahl wahrer Helden. Also mein Level-Pegel ist ziemlich nach oben gestiegen. Ich weiß aber nicht, wie viel es jetzt gewesen ist, weil ich es nicht gesehen habe. Verdammt. So, ich bin zwar was hier, aber ich will das da machen. Da. Und ich könnte natürlich auch... Ah, ist egal. Ich mache erstmal die anderen, weil ich daran komme, versehentlich das Event auslöse und Handlung weitermache, mache ich doch lieber das hier zuerst. Wie bitte, was? Waren das gerade die Füchse mit dem Geräusch? Ich weiß es nicht genau. Dann. Aber jetzt bin ich bei 44, jetzt exakt 45 Minuten. Geht vielleicht doch ganz gut, bitte eine Stunde, bis ich alles hatte hier. Bis jetzt ein, zwei etwas schwere Rätsel gab bei den Tränen quasi. Ist ja nur eine andere Geschichte wieder. Wobei es eigentlich bloß diese eine Träne bisher ist, weil ich nicht weiß, wie ich rankommen soll. Als dann habe ich ja auch gleich bekommen. Ich hoffe, denke, es bleibt doch erstmal so. Aber das größte Rätsel wird sowieso sein, rauszufinden, wo ich die restlichen Tränen herbekomme, die ich offenbar gar nicht habe. Was? Ist genau hier vor mir? Ach nee, unter mir. Würde doch meinen, wäre komisch sonst. Wo ist denn der Eingang? Hier muss doch ein Höhleneingang sein. Ist hier auch einer markiert auf der Karte? Wahrscheinlich ist das sogar der. Oh, es blendet mich. Oh! Da ist ein Bösewicht drin. Das ist aber nicht nett, Bösewicht. Oh, ich bin komplett falsch hingelaufen. Natürlich. Natürlich.
Das ist ein Talent, was ich habe, was in den Computerspielen oftmals auch eine positive Sache ist, dass man erst den falschen Weg läuft, weil man so mehr erkundet und mehr Sachen mitbekommt und nicht mehr mal zurücklaufen muss, weil man was verpasst hat oder sowas. Aber ich komme hier, hier ist kein Eingang. Ist hier oben der Eingang am Ende? Deine Flüche, deine Flüche treffen mich nicht. Deine Waffen verletzen mich nicht. Okay. Ich werde in deinem Blut baden. Ach so. Hier ist ein Rätseltyp nebenan.